Teil 3. Ein stürmischer Aufenthalt auf Sardinien. Derzeit gibt es viele Stürme. Wir beschlossen, uns an einem geschützten Ort zu verstecken. Doch leider war diese Entscheidung ein Fehler. Da geht keiner mehr raus. Heute machen wir uns gemütlich. Wie viele Knoten sind draußen? 40, ne? Über 40. Wow. Das ist heftig. Wenn das Auto in der Nacht so wackelt, kann man gar nicht schlafen. Was ist das? Scheiße. Darius hat vergessen, die Fensterscheibe hochzumachen. Noch so eine Nacht möchten wir nicht erleben und suchen daher einen sicheren Ort. Wir haben spontan einen Parkplatz auf Park for Night gefunden und sind dorthin gefahren. Wessen Ass Schmallis kommt hier durch? Durchkommen wäre kein Problem, aber zurück. Ja, toll. Du kommst da nicht raus. Ach du Scheiße. Da kommt ein Auto. Ach du Scheiße. Ja, du wolltest ja. Einbahnstraße. Oh, Vorsicht. Oh, oh. Das war's, glaube ich. War das nicht so das Foto von... Wie kommst du denn drauf? Zurück? Kannst du dann auch rückwärts fahren? Rückwärts hier, vergiss es. Wir hatten noch einige Möglichkeiten, um zu wenden, haben die aber nicht genutzt. Raus, ey. Schaffst du nicht. Ja, jetzt? Fuck. Was machen wir jetzt? Machen und dann mit vielen Schlägen so. Ja. Okay. Musst du hier schauen, ne? Ja. Weiter. Du bist schon hinter der Kante. Also wir übernachten hier erstmal. Das war unser Fehler. Statt rechts und dann rückwärts zu fahren, ist dadurch nach links und konnte nicht wenden. Also 7 Meter langen Krachter ist es einfach hier zu wenden ein Horror. Hier haben wir versucht zu wenden und das war Millimeterarbeit. La Maddalena Insel. Ja, am Ende der Sackgasse ein schöner alter Leuchtturm. Geschafft! Ja, was haben wir daraus gelernt? Die Parkplatzrezension genauer durchzulesen und nicht immer blind weiterfahren.
So, wir haben uns überlegt, doch das Auto ein bisschen umzubauen und mal schauen, wie das Ergebnis wird. Also vor allem, dass die Bretter unter dem Boden, unter dem Bett eigentlich gelagert werden und nicht so seitlich, dass es so ein bisschen gemütlicher wird. Vielleicht gibt es hier ein bisschen Platz für Privatsphäre. Ja, Vorhang, eine Dusche. Drei, ne? Drei Wings. Drei Wings. Drei Segel, drei Bretter. Ein Zap, genau. Aha. Na, da bin ich gespannt, ob das hält. Aber sieht gut aus. Auf jeden Fall, hier haben wir mehr Platz. Ich fühle mich jetzt besser. Ist nicht so tief. Ja, das Fenster ist höher.